Unter dem Sattel von Larissa sehen wir hier nun die Kopfnummer 2. Die Kopfnummer 2, das ist Zane, ein gerade dreijähriger brauner Wallach, ein Sohn des erfolgreichen Warendorfer Landbeschälers Zoom. Gezogen wurde Zane von Jürgen Kunstlewe aus Sassenberg, aus der Verbandsprämienstute Belicie, von Benicio Fiedertanz und Sandro Hit. Zane war in diesem Jahr nominiert für das Bundeschampionat 2024, da vorangegangen natürlich auch etliche Erfolge in Reitpferdeprüfungen für dieses junge Pferd. Ein Mutterstamm, der hier zugrunde liegt, der Holsteiner Stutenstamm 3401, aus dem zahlreiche erfolgreiche internationale Springpferde entspringen. Zane präsentiert sich hier ganz bewegungsstark in dieser großen Auktionshalle. Nun unter dem Sattel hier von Larissa, kommentiert von Oliver Oehrig. Ja, hier ein äußerst charmanter Nachkomme, der Zoom, der auf Turnieren auch schon seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Das machst du jetzt gut, Larissa. Immer schön ein bisschen an die Hand ranarbeiten. Kannst ihn ruhig so ein ganz klein bisschen hinten mehr schließen. Er ja schon auch ein bisschen länger geritten und weiter gefördert. Nur ruhig einmal so ein bisschen die Gerte mal anlegen. Genau, dass er so ein bisschen dieses Durchschwingen hat. Genau, so haben wir es jetzt deutlich besser. Das ist ja auch das, was diese Zoom-Nachkommen auszeichnet, dass sich diese Trabbewegung ruhig am Handwechsel, die Trabbewegung unheimlich gut auch erarbeiten lässt, dass durch dieses ein bisschen mehr Fordern man dieses Elastische auch im Körper spürt. So, kannst ruhig noch einmal hinten ein bisschen schließen, so ruhige Hände behalten. Genau, einfach, dass er so diese Anlehnung einmal so ein bisschen akzeptiert und gar nicht schneller werden dabei. Ne? Ruhig nur noch einmal hinten reinholen, wir wollen gar nicht mehr das nach vorne forcieren, nur so ein bisschen schließen. Ruhig noch mal ein bisschen schließen hinten. So, die kurze Seite noch mal nutzen. Und mit dem Zug, den du dann spürst, einmal die Tritte, so eine Idee nach vorne entwickeln. Aber größer, schwingender, nicht schneller. So, jetzt ein bisschen nach vorne führen. Gar nicht mehr. Das ist prima so. So, und da sieht man auch, wie leichtfüßig er das annimmt und dann auch im Körper so aus dem Widerriss größer wird. Gut, dann gehen wir auf den Zirkel. Dann können wir gleich auf dem Zirkel dann den Galopp entwickeln. So, genau. Schön, dass wir am äußeren Zügel wenden wollen. Dann gleich den Galopp. Gut. Prima. Und im Galopp das Gleiche. Immer wieder sehen, über Fleiß diese Anlehnung erarbeiten und dann den Galoppsprung größer werden lassen. Ja, man sieht das auch hier. Wickelt den Galopp schön, will ich über das Gelenk vorne ab, springt schön zu Ende. Jetzt schon wieder ranschließen, gut an die Höhe denken. Jetzt nachtreiben und ein bisschen Zug. Komm, Schenkel mal. So, jawohl. Gut. So, dann wird es auch schön stabil. Dann einmal Handwechsel mit Übergang zum Trab. Gut. So, dann den Übergang. So, gleich wieder bei dir haben. Gut, und dann gleich Galopp entwickeln. Und dann können wir das auf der rechten Hand auch noch einmal machen. Gut. Ja, Sie sehen das schon. Sehr, sehr gut an den Hilfen und auch weit gefördert. Dem kann es auch im nächsten Jahr gleich losgehen. Oh, ist prima. Gut, dann wieder ein bisschen zulegen. Ist natürlich aufgrund der Größe und der Kompaktheit, fällt ihm das auch überhaupt nicht schwer im Körper. Jetzt hast du ihn ganz prima auch in der Anlehnung da, auch gut im Rahmen gehabt. Gut, Larissa, dann Übergang zum Trab. So, lass mal die Zügel aus der Hand kauen. Ja, auch so, wenn man ihm so ins Gesicht schaut, unheimlich leistungsbereites Pferd, was alles richtig machen möchte. Gut, dann können wir durchparieren zum Schritt. Und dann nehmen wir die Diagonale einmal im Schritt. Schritt, einmal durchparieren. So, und dann lässt ihn dann nochmal schön auf die Diagonalen ziehen. So, auch hier gleich dehnt er sich schön nach vorne und zieht durch den Körper. Ja, ich denke, am Ende wirklich ein sehr, sehr schönes, kompaktes Pferd, was sich schön ausbilden lässt und auch in der Bewegung wirklich noch deutlich fördern und formen lässt. Ein schöner Sportpartner für die Zukunft. Dankeschön.